Moin Leute und herzlich willkommen zu der neuen Episode von Merle Turm mit ihrer Freundin Jacqueline, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Stufenbarren. Als erstes muss ich testen, ob ich die Kippe verlernt habe und wie ihr seht, habe ich sie auf jeden Fall nicht verlernt, da war ich sehr glücklich drüber. Dann hat Jacqueline ihre Langhangkippe versucht, die jetzt seit gefühlt 2 Jahren nicht mehr geturnt hat und wie ihr seht, hat das nicht so geklappt. Ich hatte ja jetzt wegen meinem Rücken nur ein halbes Jahr Pause, deswegen klappte bei mir eigentlich auch alles relativ gut, da war Jacqueline ein bisschen neidisch drüber. Deswegen war sie sehr scharf darauf, auch die Kippe zu schaffen, aber sie hatte dann leider ein paar kleine Spannungen zwischen sich und dem Stufenbarren. Dennoch wurden ihre Versuche für die Kippe immer knapper, was man vielleicht doch unschwer in ihrem Gesicht erkennen kann. Ich habe mich dann an eine Konter dran getraut und das war nie so meine Sache, aber Leute, bitte, das kann sie ja niemand geben. Aber hey, dadurch, dass meine Konters einfach kacke sind, bin ich ungeschlagener Meister in Kippe ohne Schwung. Und während ich dann den Spaß meines Lebens hatte, befand sich Jacqueline in einem Trauerzustand. Das tat mir echt weh beim Zusehen. Deswegen haben wir was gemacht, was sie nicht verlernt hat und das ist der Salto-Abgang. So schnell bringt man Leute wieder zum Lachen.